Hallo, wieder mal Chaos und 40 und... Jo Mai! Ah, Jo Mai, Jo Maiwel! Hier ist wieder mal Jo Mai! Und Leute, wir haben hier in Jo Maiwel... Ich sag wirklich, weißt du was, wir benennen das Projekt einfach um auf Jo Maiwel. Es gibt wirklich Leute, die sagen so, ja, warum heißt das Projekt nicht Jo Maiwel? Warum heißt es nicht Jo Maiwel? Was heißt eigentlich Jo Mai? Leute, wir haben hier, glaube ich, jetzt wie lange? Ich glaube, 2, 3 oder 4 Stunden alles ausgebaut. Ja, das war richtig. Ey, also wenn wir sterben, wir beide sterben und das Hardcore-Projekt aus ist, dann sind wir beide sehr traurig, aber okay. Ja, wir haben so viel, weil wirklich, eigentlich wollten wir nur irgendwie kurz ausbauen, so einen Mineneingang. Ja, und eigentlich dann haben schon. Wir alles gemacht. Man kennt's. Cool. Genau, okay. Auf jeden Fall. Ist, genau. Also das ist ja unser Haus, das kennt ihr ja. Wir haben jetzt die Kisten so umgelagert, genau. Das ist unser Haus. Hier links haben wir dann unseren Tierstall oder so, mit den Füchsen, mit den Schnitzeln und so. Mit den coolen neuen Riedel. Genau. Eigentlich wollten wir nur das bauen, nur die Kirche ausbauen zu einem Lager. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier sortiert auf, ich glaube, hier Rüstung, Tools, was auch immer. Komische Mod-Items sind hier drin. Ja, hier und oben haben wir Natursachen. Genau, Natursachen. Hier genau. Sind Mob-Drops unten. Genau, alles, was man von Monster kriegt, irgendwie von bösen Monstern, von netten Monstern, von Wespen, die böse, eigentlich auch böse sind. Da sind Edelsteine drin, aber Leute, wir haben noch das alles unten in der Mine. Wir haben noch nichts von unten hochgeholt. Da ist, genau, ja, genau. Da ist genau, Holz und Cobblestone und Steine, ja, gell? Baublöcke halt, genau. Und da oben ist Random Stuff, also alles und mögliche. Und da ist irgendwas, wo keiner weiß, wo man das hinpacken soll. Papier, ja, genau. Ich will mal hier jetzt erstmal... übrigens die Farm, genau, warte, genau, ich hier mal hier die Farm. Ja, ja. Wir haben hier so einen kleinen Bereich, wo ein Amboss einfach steht, wo man Sachen umbenennen kann, wo so ein kleiner Bildschirm was stuck ist, da kommt man nicht raus. mit so einem kleinen Steinüberhang. Allgemein, die ganze Dings hier, die ganze Farm hat so ein kleines Dächchen hier, so ein kleines Dach. Das weiß ich nicht. Wir haben überall so Dings aufgebaut, so Hecken, so kleine Büsche. Einen Stein habe ich hier hochgebaut. Und hier hat Jule, was hast du hier gemacht? Warte, das ist mein soziales Experiment, ja. Warte, ich sag's dir, ich befreie gerade kurz den Villager. Ja, da gehört keine Leiter hin. Ist ein Ameisenhügel. Ja, ich hab Experimente, ja. Okay, zeig ich auf jeden Fall später. Genau, das ist unser Haus hier. Genau, hier ist das große Haus hier von uns. Da kann man jetzt auf mehr Arten rein. Warte, hier ist noch ein Mülleimer, hier haben wir sowas. Und das Coole ist, warte, wir können jetzt hier rauf. Man konnte ja bisher schon rauf, aufs Dach, genau. Hier ist die Österreich-Flagge, hier haben wir unsere Lagerfeuersachen und das sieht richtig geil aus. Und da steht Jo Mai. Jo Mai! Warte, du musst das echt. Du musst euch umbenennen auf. Jo Mai. Auf Jo Mai. Okay. Ja, da gehen wir hier rein. Das hier und ist so eine kleine Verbindung. Hier ist unsere Betten. Das haben wir jetzt viel mehr Platz. Das genau. Bettenzimmer wollte ich schon sagen. Genau, hier Bett. Ist der Enchantment Table. Da haben wir genau, die ganzen Sachen hier. Enchantment Table gecraftet. Weil wir Diamanten gefunden haben. Und Julian hat diese komische Falte drüber gemacht, das finde ich richtig cool. Echt richtig cool. Ja, dann gehen wir ja weiter, meine Roomtour, ja. Deine Roomtour. Hey, ist mich dein Zimmer? Dann geht's hier, ja, es ist eigentlich unser Zimmer, aber ich hab's baut, okay. Ja. Hier kommen wir nochmal runter zum Kistenlager. Ach, da kommen wir ins Lager, das ist geil. Und da kommen wir verbunden. Und da kommen wir nochmal hoch, hier oben, wenn du hochkommst. Wo gehst du hin? Da sehen wir, haben wir nachher einen richtig coolen Ausblick noch. Oh Leute, ach stimmt, das ist unser Turm oben. Ja, das ist geil, ja. Eigentlich, ich finde das ganze Haus relativ cool. Ich kann mal sagen, was ich gebaut habe und was Julian gemacht. Julian hat das ganze große obere Haus gebaut und ich ja den unteren Bodenteil. Also ich habe das Lager gemacht, die ganzen Farmen, Dächer verschönert und so weiter, die Steine, die Büsche. Und Julian hat das ganze hier oben gemacht mit dem... Du hast richtig viele, wie nennt man das, wo die Blumen drin sind? So Blumen-Regale? Ja, Blumentöpfe oder... Zuerst, ich weiß schon, was meinst. Fenster dran ist. Das sieht richtig geil aus. Warte, kommen wir da hin, da kommen wir nicht hin. Genau, wir haben uns entschieden, dass wir demnächst jetzt irgendwie Schnitzel, also ganze Dings hier. Warte kurz. Aber ich hab nicht genug Level. Ich hab 19. Ja, wir benennen unsere Schnitzel. Warte mal, ich nenne es hier Schnitzel der Erste. Schnitzel der Zweite. Warte, ich dreh mal kurz die ganzen Heizungen drinnen ab. Das genau, ist schon ein bisschen Schnitzel zu heiß. Der Dritte. Und zu guter Letzt noch hier Schnitzel der Vierte. Genau. Warte mal, so, Schnitzel der Vierte. Ich hab vergessen. Das sind unsere, ich hab vergessen die ganzen Heizungen. Schweines. Warte, 1, 3 ist hier. Der Vierte und hier ist noch einer, genau. Oh, und der eine, der Dunkle hier, den muss ich noch Schlüssel den Fünften geben, aber ich habe keinen Level mehr, deswegen. Der Fünfte in Klammern verbrannt. Der Fünfte. Ja, wie macht man nochmal Sticks? Sticks, du musst einfach normal craften, aber bei diesem speziellen Table. Achso, okay, ja, glaube ich auch. Aber, was ist richtig geil, wir haben unseren Brunnen hier ausgebaut, weil jedes Village hat ja einen Brunnen und ich dachte, hä, was bringt Brunnen? Also haben wir Folgendes gemacht, wir haben dieses Wasser hier filtriert, oder wie man das nennt, und haben sie reingemacht, das heißt, kann man es da eigentlich gleich direkt, ja. Pass auf, das kleine Mädchen, wenn ich nicht ranfliege. Ja, warte, das kannst du theoretisch von da auffüllen, aber es buggt eben die ganze Zeit, deswegen, keine Ahnung.
aber ey, ich finde es richtig cool, dass wir die ganzen Büsche und so. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Weg rüber, in das, zur Schmiede und so weiter. Ich glaube, da ist eben noch der Fuchs drin, genau, der Fuchs, der Schmiedfuchs. Da ist es Squid hier direkt neben uns aus. Hey, wo ist ein Squid? Oh, es geht nicht mit dem Stick-Ding, wo du gesagt hast. Ja, dann keine Ahnung, wie man Sticks macht. Aber irgendwie kommt man die machen. Ich glaube, du brauchst Plant Fiber, gell? Oder? Plant Fiber? Wie sieht das hässlich aus mit den komischen neuen Blöcken, wo ich nicht weiß, wie es geht? Übrigens, ein paar haben gesagt, Flo, der Blastfall geht nicht, weil du Kohle reinmachen musst. Leute, ihr versteht's nicht. Man kann den Blöcken direkt skippen. Der Typ hat nur den Block an sich eingefügt, das Deko. Warte mal, wir machen so Dings? Was machst du gerade? Lol, so macht man... Hä, nee. Hä? Nebeneinander? Ja, aber wie macht man wirklich Sticks? Hey, warte. Ich glaube, du brauchst aber... Hier ist unser Dings noch. Baobab. Ah, Baobab. Bambus keine Ahnung, wir haben irgendwie schon mal Sticks bekommen. Und Plant Fibers, gar Plant Fibers brauchen wir. Ich hab auch Plant Fiber, gell? Jedenfalls noch zu unserer Home-Tour hier. Dann geht's hier oben weiter. Hier ist das Party House, das hat Jonas so benannt. Das ist einfach ein Haus, wo Milliarden von Villager normal drin sind. Aber das und Plant hier wird Fiber. Das Gras so richtig weiß. Warte, ich komm mal zurück zu dir. Ich weiß nicht, wie hier ist noch eine Bibliothek kaufen. Und so, aber... der Hauptteil vom Village ist hier hinten, genau. Dort, wo wir alles ausgebaut haben. So, hier überall tote Wespen rum. Hast du Sticks? Nee. ich glaube, wir brauchen noch welche in der Chest. Jedenfalls, okay. Das war jetzt so gut wie möglich genau. Unsere Haustür. Ich glaube, ja, wir haben noch was Cooles, aber ich mache jetzt erstmal mein Experiment durchführen, ja? Nämlich, ja, ich habe so eine Biene hier gefunden. Ey, warte, Schnitzel der Erste und Schnitzel, warte mal. Ja, genau. Schnitzel der Erste macht jetzt ein Kind mit Schnitzel im Zweiten. Schlüssel der Vierte macht ein Kind mit Schlüssel im Dritten, okay? Ich weiß so Dead Mosquito.name. Ich weiß nicht, was für das Punkt Name steht, aber... Und Dead West.name. Und ich habe eine Black End Queen. Und die hat einer geschrieben, in die Kommentare bei mir, dass ich hier die rechts klicken soll. Geht das? Oh, kann ich das einfüllen? Oh, ist sie drinnen? Das ist grün worden gerade. Kann ich jetzt... Ich weiß nicht. Also ich rechts, aber im Block ist nichts drin. Ich glaube, müssen wir eine kleine Ameise oder wie geht das? Ich weiß nicht, du kannst hier... Kann man nichts reingeben. Warte, können wir Dead Wasp irgendwie reinmachen oder nur Ameisen? Ich habe hier gerade Ameisen. Einer hat gesagt, Ameisen unser ganzes Haus und unsere Items fressen, also ich glaube nicht, dass das so... Ja, deswegen habe ich sie einbaut, aber ich hoffe, die kommen hier nicht durch die Erde durch. Ja, aber können Ameisen nicht durch die Erde eigentlich? Oh, oh. Hast du Erde? Was? Ich krieg Erde dazu. Sind welche da? Hallo? Hä, aber das ist grün hier gerade worden. Ich glaube, das funktioniert nicht. Keine Ahnung, wie es Ameisen wirklich funktioniert. Egal, komm mal mit. Lass mal das unten passieren. Okay. Ich hab was richtig Geiles noch. Genau, war das so? Weil wir können mit dem Brunnen hier weitergehen. Ey, das ist richtig. Warte mal, wo sind unsere Emeralds? Stimmt, hier wir unten, glaube ich. Genau, nehmen wir unten noch. Genau, komm mal her. Weil wir haben hier ein kleines Gefängnis gemacht. Die haben mich gerade erschrocken. Die haben mich wirklich gerade erschrocken, die Wespe hier. eine Zelle für Eingesperrte. ja, Leute, folgendes. Es gab einen Villager hier, der hat ein ultra geiles Enchantment. Ich glaube, das brauche ich nämlich für was ich heute machen wollte. Deswegen habe ich den Typen hier eingesperrt. Bane of Arthropods. Und hier ist noch ein zweiter Mineneingang. Silk Touch, genau, der Silk Touch und Fortune Cup. Genau, das ist so einer. Der hat Bane of Arthropods. Und hier hinten. Der hat Fortune 3 als Tome. Das ist so, wir können Fortune 4 machen, theoretisch. Und 42 für Silk Touch. Und wir brauchen unbedingt Silk Touch für was wir heute machen werden in Revival. Genau, wir können nicht. Wir haben jetzt nicht. Hier sieht man schon Spitzhacke hier oben. Genau. Und hier haben wir abgesperrt, weil wir keinen Bock hatten, das ganze Dorf zu dekorieren. Genau. Und hier ist noch eine Spitzhacke hier. Und eine Spitzhacke, wie jeder weiß, deutet hier zu der Mine. Hier rauf. Genau, aber das ist der Mineneingang. Genau, da geht's hier runter in die Mine. Oh, warte, ich muss den mal zumachen. Dann können wir da rein, genau. Ja, das ist schon wieder. Bevor wir die A33 hier zeigen, warte, unsere Autobahn, die wir gebaut haben, hier geht's runter in die Mine. Genau. Also ist ja alles so richtig schön verschönert. Der Villager ist hier per Zufall mal runtergekommen, der wohnt jetzt hier. Und er fragt dich wahrscheinlich, was das hier ist, das Cobblestone. Oh, Leute, hab ich doch gar nicht gesehen, warte, was du hier gebaut hast. Ja, hier kommt man runter, hier auch so ein kleines. Wie kommt man da? Hier kommt man runter. Oh, lol, ein richtig gutes Skelett. Ist bei mir. Ja, wir haben die Mine ein bisschen schöner gebaut, damit man da mehr rumlaufen kann. Warte. Oh, lol. Hey, weißt du, wie der Stab geht? Ich weiß nicht. Lol, macht One-Hit. Hä? Hey, der schießt? Ich weiß nicht, der schießt doch. Okay. Jedenfalls, Leute, warte. Ich zeig's euch gleich hier folgendes. Nämlich, wenn wir mal hier hochgehen, hier haben wir so drei Falltüren. Das haben Julian und ich beide die genau, Idee gehabt. Hier ist die A33, eine Autobahn. Ey, und das zweite Ding geht nicht mehr, warte. Ey, das geht nicht, da war noch so ein unlimitiertes Zeichen. Eigentlich sollte das gehen, aber... Safe?
Geht's jetzt? Okay, okay, und warte, wenn ich das jetzt hier neu mache. So, jetzt soll es gehen. Ja, genau. Jetzt haben wir hier Autobahn und quasi, ja, keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das ist wichtig für das hier. Wir haben nämlich richtig viele Boote. Und wir wollen hier so eine Speedstraße bauen, okay? Wir haben hier richtig viele A33, wie gesagt. Oder A44. A33. Die A33. Haben wir auf der A44? Nee, oder? A44? Nein, die kommen doch wahrscheinlich, oder? Die kommt doch. Jedenfalls, wir haben hier richtig viel Glas gefärbt. Geht zu Glück richtig einfach hier mit dem Modpack. Weil kann man jetzt wahrscheinlich Farbe, die Farbe aussuchen. Was? Ja, wer sich wahrscheinlich fragt, es gibt einen Trick, wie man hier ganz schnell mit Boot fahren kann. Ja, 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 aber noch nicht sagen. Das machen wir nachher hier, okay? Ja, das war mal in der anderen Folge. Das ist richtig geil. Leute, das könnt ihr auch machen. Das geht legit in Minecraft Vanilla. Das ist ein richtig geiler Trick. Der Villager. Oh nein, der wird. Was ist das jetzt? Der hat richtig Angst bekommen. Okay, dann kommen wir mal, was am Ende ist hier. Weil wenn wir die Straße nachher ausbauen, wird das richtig schnell gehen alles. Und am Ende der Straße kommen wir genau dahin, in diesen komischen Raum. Da kann man dann die Falltür aufmachen und plopp, ploppt man runter. Aber Flo, die Frage ist, wie kommt man hier wieder hoch? Gar nicht. egal. War das ein Zombie? Bam! Oh mein Gott, diese Axt ist so geil. Wenn ihr in der letzten Folge die Axt verpasst habt, checkt sie unbedingt aus. Alter, wie geil! Aber wir auch rechts beim I, wie gesagt. Jo, man. Ja, genau, wir sind fast gestorben, Leute. Legit. Ich bin sogar gestorben. Julian ist auch gestorben. Ja, aber nicht gleichzeitig. Hier ist Ende der Autobahn übrigens. Leute, das prallt hier richtig ab. Alter. Jedenfalls, wir haben so einen kleinen Erdweg hier. Und übrigens, Julian, du hast mir noch nicht gezeigt, was du bei dem Drachen hast, Loot bekommen hast. Das haben mir alle geschrieben. Ja, das war so ein Dings hier, so ein Drachenkopf anscheinend. Und Ethereum. Tup stinkt, Müll. Das ist schon länger da, das ist schon seit voriger Folge. Ey, wir haben so viele Sachen. Leute, Blastfurnace, okay, warte, guck mal. Oh, lol, schau mal in die Chest. Leute, hört ihr das? Es geht nicht, ich kann das nicht klicken. Ich auch nicht. In die Chest. Ja, das habe ich sortiert, das können wir eigentlich hier unten lassen, hier. Das brauchen wir nicht unbedingt oben. Ich habe hier alles sortiert, nämlich nach folgendem, Julian. Schau mal her. Unterste Zeile sind die hart unnötigen Sachen, die niemand braucht, außer vielleicht Kohle. Danach sind so Sachen wie Eisen, Lapis und normale Sachen. Ich nehme mal Lapis fürs Enchanten ein bisschen mit. Dann haben wir so Sachen wie Emerald, Vaidit, Mithril, was so mittelgut ist. Nether dann so Ruby. Halbwegs gute Sachen wie, genau, Amethyst, Topaz, Ruby, Diamanten, Saphir, was eigentlich halbwegs okay ist. Dann kommen die wirklich geilen Sachen, die starke Tools und starke Rüstungen machen, wie Garit, Zerit, Wintermint, Dezium, Crymite. Und ganz oben kommen so Sachen wie Peppermint-Block, weil den braucht man für ein Portal. Ich weiß, dass das cool ist. Alter, genau. Und Saftig-Shirts natürlich auch noch da, Leute. Also, wenn ihr noch saftig werden wollt hier, shop.chaos.com oder rechts am i, ihr wisst Bescheid hier. Haben wir noch Sticks eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Schau mal. Hier ist noch mehr Zirit-Ingot drin. Wir haben richtig viel jetzt. Oder hast du es reingelegt? Zirit? Nee, ich hab nichts reingelegt. Zerite? Genau. Übrigens, mir fällt es gerade noch auf, ja. Demnächst bin ich ja schon wieder auf Tour. Ich sage es noch, Leute, ich bin eure tägliche Erinnerung. Am 14. September in Linz. Tickets gibt es hier auf bit.do/flolinz. Oder am 21. September in St. Pölten. Das sind schon relativ viele Plätze weg. Also da würde ich schnell sein. Auf Flo.sp. Oder in Innsbruck am 28. September. Da könnt ihr auch zuschlagen hier. Alles haben mir geile Plätze. Könnt ihr mich persönlich treffen bei dem Kino. Und kann, vielleicht kommt Julian auch irgendwo mal mit. Vielleicht nicht da, vielleicht nix. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm mal her, Flo. Genau. Was? Wo bist du? Da geht's noch weiter, glaube ich. Leute, nochmal zerrät hier beim Wasser. Da war ganz viel Wasser. Ja, da pass auf, das sind recht viele Monster. Und geh da nicht hin, geh da nicht hin. Warte. Oh mein Gott. Hier ist wieder. Julian. Ja. Hier ist so eine riesen Spinne gespawnt. Wo bist du? Komm mal zurück. Ja, alles gut. Ich baue noch alles gut hier. Tanzanit? Das haben wir schon, oder? Ist hier so ein Dings? Das ist Marvel. Hey, können die einfach so spawnen, die Riesenspinnen? Ich weiß es nicht. Ich trinke mal wieder was. Ein Trinker. Ist ein blauer Creeper. Warte mal. Hey, ist wirklich ein blauer Creeper bei mir. Wo bist du denn das überhaupt? Macht der? Oh mein Gott, das ist stark, ja? Oh, hier ist viel Lava. Oh, das war ein Saphir-Creeper. Oh, ich bin gefunden. Der hat mir ein Shirt mit Fire-Aspect gedroppt. Dears! Das ist ein roter Creeper. Wo bist du? Diamonds. Ich sehe den Namen nicht mal. Wo bist du? Ich sneak gerade, da. Ach, da unten bist du. Leute, ist ein neuer Erze. Warte, können wir das abbauen? Nee, warte mal. Ganz ruhig, Julian. Schau mal, das konnten wir nicht abbauen, oder? Keine Dears. Oder was ist das blaue Erz? Komm mal hoch. Warte nicht, warte, wir müssen mal Dears holen. Soll ich es probieren? Diamonds. Nein, wir können es nicht abbauen. Okay, warte mal. Warte, ich baue jetzt ein Schild hin. Was ist das für ein Erz? Keine Ahnung. Nein, nicht abbauen, warte. Vindarium, Chunk. Nicht abbauen. Ich hab vier Dias. Nicht abbauen. Okay, warte ganz kurz. Wo bist du? Hier ist noch mehr Saphir. Ist Vindarium. Ich weiß nicht, ob.
Vindarium gut ist. Hast du dich einfach so gegraben, oder was? Ja. Ach, das ist das V-Bug-Ohr, das Vindarium. Solar V-Bug? Ja, hier ist noch ein Amethyst. Tanzanit. Tanzanit ist aber, glaube ich, auch hart unnötig. Also Tanzanit brauchen wir nicht unbedingt. Aber lass mal hier hingehen, da oben war noch was Cooles. Warte. Ja, nee, komm mal. Okay, das darf man nicht abbauen. Da steht ein Schild, nicht abbauen. Da brauchst du keine Spitzhacke. Hier, komm mal lang. Hier ist noch was Cooles. Alter, bin ich. Wow. Aber warte, ich wollte noch was zeigen, warte. Erstmal, oh mein Gott, schlag mich nicht. Das war ich nicht. Hä? Oh mein Gott, das war dein komischer Stab. Schau, komm, ich darf das nicht liegen lassen. Da drüben ist eine Melone, gell? Egal, Melone ist nicht was wichtig, ist das für ein, ja? Das ist Amethyst, oder? Schau mal, das da. Ich will nicht die ganze Folge mit der Mine bleiben. Ich will heute was weiter oben machen. Okay. So, warte, zack. Okay, das ist, glaube ich, Amethyst. Das ist gut. Aber soll ich ein bisschen da nach oben gehen? Genau. Also, es gibt zwei Erz, die wir nicht abbauen können. Das eine bei dem Ritter, weißt du noch? Komm mal mit, wir müssen wieder nach oben gehen. Wo geht's denn hoch? Eins war bei dem Ritter und eins ist das hier. Ich weiß nicht, was... Boah, der Creeper, schnell, Spaß auf. Wir brauchen... Warte. Leute, ich mach Warnick, glaube ich. Warte mal. Oh mein Gott. Warte, lass mich mal. Hey, wie stark ist dein Stab eigentlich? Ich weiß nicht. Warte, hier ist noch mehr von dem komischen... Lass mal hochgehen. Parabel. keine Ahnung. Aber du gehst falschen Weg, warte. Oder? Okay, hier. Doch, komm einmal mit. Ah, also. Nee, ist doch da. Oh, den hab ich schon. Jeder Weg führt nach Österreich. Oh mein. Warte, nein, du musst auch zurück. Das ist sonst ein bisschen zu weit weg. Hä, hey, wo bin ich denn? Oben? Ich hier unten? Ja, das frage ich mich auch. Komm mal zurück. Hier bin ich. Ich bin bei unserem Ding. Port dich mal, wenn du willst. Ja, ich bin hier. Das sind drei Creeper. Das sind richtig viele. Oh, drei Creeper. Ich bin ordentlich bei den Creeper, gell? Wow! Oh mein ich Gott. Ich hab zwei Herzen. Hey, unsere Autobahn. Nein, unsere Autobahn. Weil das können wir noch so ein bisschen zubauen. So. Ja, da gibt's wohl Bauarbeiten bei der Autobahn. Das war's schon. Aber ich glaube, komm mal, wie kommen wir jetzt hoch eigentlich? Ich glaube, wir können da. Komm mal, das geht richtig simpel, glaube ich. Komm mal mit, ich glaube, du musst einfach da so raufgehen, wo das X war. Und dann links weiter. Dann kommst du mit dem Dungeon raus, weißt du noch? Hä? Genau, einfach hier rauf. Welches Dungeon? Und dann bist du da. Und dann kommst du oben zu dieser Bahn. Genau, zu diesem komischen Dungeon. Also hier, lol, okay. Guck mal, eine Mob fahren. Das ist der Weg nach oben, mehr oder weniger. Können auch schöner bauen. Aber, oh lol. Warte, lass mich mal. Warte kurz. Ich muss schnell eine Sache schnell holen von unten. Lol, wie sind die? Zwei Hits? Gehen. Zwei Hits und die sind down? Ja. Lol, okay. Warte, ich hole schnell was und dann können wir oben direkt unsere Autobahn bauen. Denn Leute, was wir machen wollten hier in der heutigen Episode von Yo Mival. Warte, ich wollte mir dieses Ding hier kaufen. Das Buch, wo ist das? Genau. Für die Emeralds. Wir haben nämlich 52 Emeralds gefunden. Enchanted Book Und wer sich, fragt, was hier unten ist, das ist einfach gar nichts. Ja, das sind zwei. Nur stimmt, das ist einfach gar nichts. Geht nicht mehr in unsere normale Mine. Da tropft sogar das Wasser unten. Das ist ein Keller. Das ist der Keller, in dem wir den Typen einsperren, wenn er uns nicht die guten Angebote gibt. Warte, hat das ein neues? Ich schau mal. Hallo? Wir sind alle Angebote. Ha. Okay, egal. Jedenfalls, Junge. Hier ist eine Wespe drinnen, warte. Ich muss. Ist am besten. Denkst du, ist es Paraform besser oder Zirit? Paraform, ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, was Paraform ist. Ich glaube, Paraform ist besser. Ich glaube, die sind besser, oder? Nee. Warte, lass uns mal schnell runterschauen hier. Wir brauchen nämlich unbedingt eine gute Spitzhacke, die auf das neue Ohr abbauen kann. Warte, ich gehe nochmal schnell hier bei unserer Autobahn runter. Die Autobahn. Und schau, was wir für Ohren haben. Oh, Leute, Villager ist hier noch drin. Unsere Autobahn, jo, mal. Die Autobahn. Leute, die Autobahn wird übrigens mega geil werden. Aber das können wir nachher gleich noch zeigen hier, oder wie wir das machen. Ich schau nochmal runter. Julian, du kannst doch mal mit diesem. Wie heißt es? Not enough items oder just enough items schauen, was am stärksten ist, weil, ich glaube, wir haben jetzt die starke Sachen. Wintermint. So. Wintermint Spitzhacke, er macht 7 Damage. Wie meine Paraform. Gibt's eine Crymite? Ich denke, ich bin dafür mit und sortiere es mehr oder weniger oben. Ey, wir können eine Dezium Spitzhacke machen. Ich glaube, es ist stark, aber da bauen wir auch Dezium Sticks, das geht nicht. Soll ich mal probieren, eine Wintermint Spitzhacke zu machen? Soll ich probieren? Da brauchen wir Iron Rods, warte. Ich craft mit. Mal Iron Rod. Okay, ich mach sie, okay? Ja, mach. Okay, ich habe jetzt Wintermint. Ich hoffe, die stärker als mein bisheriges hier. Deswegen lass mal raufschauen und alles enchanten. Okay, lass mal hier normal enchanten. Ich habe nur 6 Level, das heißt, ich glaube, ich könnte einmal ganz schnell hier, warte. Ich habe Lapis mit. Oh, lol, 17. Kann ich nicht Wasser rausnehmen? Warte, Julian. 8 Levels Minimum. Hast du irgendwas, was XP bringt? Wo bist du denn gerade? Ich hab 21 Level. Ich kann enchanten. Eigentlich zubauen? Hast du nicht Blöcke zum Zubauen oder so? Zubauen? Ja, hab ich. Warte, ich nehme mal. Ich hab noch 21 Level. Wirklich? Ja. Okay, warte, kannst du die Spitzhacke enchanten? Warte, 1, 2, 3, so hoch wie es geht. Vielleicht kriegen wir sogar selber Signature raus, dann können wir sparen. Nee, mach einmal mal. Geht noch. Ja gut, warte mal, okay, nehmen wir mal, warte, ich kann. Ja, probier mal, kann ich die Axt. Es ist 8 Level Minimum bei mir.
Für mich ist es 11 Minimum. Enchant mal irgendwas, damit neue Angebote kommen. Und ich trinke mal was. Enchant mal was. Ich will zu dir weg. Weil ich will irgendwas anderes enchanten, meinst du? Schwer. Mach einfach das Höchste, was geht. Ist egal. Auf der Spitzhacke? Ja, auf die Spitzhacke. Die Spitzhacke ist richtig gut, glaube ich. Glaube ich. I'm breaking 2, Efficiency 2. Ja, es geht. Okay, ist gut. Gib's mir. Ist jetzt irgendwas Neues? Nö, ist immer noch 8 Level Minimum. Wie hart du. Ja, ich hab keine 8 Level. Ja, du hast 21 Level, bitte. Vom Erzabbau. Ich hab immer noch 18 Level, ja. Okay, warte, dann mach ich jetzt hier drauf. Sick Touch. Haben wir noch Lapis? Wir haben sicher noch Lapis. Soll ich dir einen Namen geben, der Spitzhacke? Wie heißt denn die jetzt? Die Spitzhacke ist der. Der Melon Rider, oder keine Ahnung. Der steirische Miner. Der steirische Miner. Ja, Miner habe ich mit I geschrieben. Oh, der steirische Miner. Miner. Warte, ich muss ja hier mit auf Miner mit A am Ende. Okay, dann komm mal mit, Julian. Und gut. Jetzt müssen wir Folgendes machen: Wir brauchen richtig viel blaues Eis. Weil, Leute, wenn ihr wisst, auf blauem Eis und normalem Packed Eis kann man richtig schnell fahren mit einem Boot, gell? Also, ich meine jetzt Hyperspeed. Es gibt sogar so ein Lied, das ist so ein Remix von, ich glaube, Revenge von Captain Sparkles. Wie ist das? Wie heißt diese Serie? Wo die mit dem Auto fahren, mit diesem. Wo die driften, wo irgendwie die ganze Zeit Running so in the 90s und so. Nein, das ist so ein Anime-Serie, glaube ich. Ich kenne die nicht. Aber ich auch nicht. Die Leute schreiben das die ganze Zeit. Wie heißt denn das? Ihr wisst schon, wo irgendwie so Gas, Gas, Gas und Running in the 90s und Déjà-vu. Jedenfalls von der Serie. Da gibt es so einen Remix im Stil, was so richtig schnell ist. Und den kann man so geil abspielen, einfach bei dem. Wenn man auf blauem Eis fährt mit dem Boot. Bist du da? Probieren. Hast du das Eis? Ich hab ein bisschen Eis. Okay, warte mal. Ich fahr noch ein bisschen und dann komme ich runter zu dir und dann bauen wir hier. Oder probieren wir hier. Nein. Alles schon mal so ungefähr eingebaut, wie es funktioniert. Fertig hier. Wir müssen. Fertig bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss auch bis zum Ende abbauen. Jedenfalls, ich habe das bei irgendeinem Tutorial gesehen, weil das funktioniert. Aber ich glaube, das sollte. Also, okay. Was ihr braucht, wenn ihr es nachbauen wollt, Leute. Ihr macht Folgendes: Ihr müsst hier quasi so Glasscheiben machen auf der Ebene. Und dann immer. Also, übrigens, blaues Eis geht anscheinend doch nicht. Ich glaube, blaues Eis geht nur manchmal. Weil jetzt macht es blaues Eis einfach nur, dass man langsam wird. Es verlangsamt durch, ja. Warte. Genau. Und ihr müsst am Rand freimachen, weil sonst ploppt ihr die ganze gegen die Wand. Warte, bevor du machst, Party. Das ist ein lila Creeper. Oh mein Gott, ich sehe es. Ein lila Creeper. Genau. Jedenfalls, was macht der lila Creeper? Der explodiert ohne Damage. Okay, das ist ein Freund. Soll ich Vollgas? Okay, mach Vollgas. Okay, geht's? 3, 2, 1. Nein, ich bin raus, Dings. Ich bin rausgefahren. Warte, ich komm zurück. Warte, ich probier's selber, okay? Warte mal. Und mit diesem Lied, warte. Mit dem Lied ist nämlich richtig geil, warte. So, ich kann euch Lied noch verlinken. Warte mal, dann. Okay, warte, ich probier's mal. So, okay. Ready? Okay, warte. 3, 2, 1 und go. Wow, bist du schön. Okay, warte. Und ich fahr nochmal zurück, geht das? Okay, warte. Nochmal und. Ich will das von diesem Creeper Man Lied nur Remix. Warte, ich kann es abbauen. Geh weg. Ich will es nochmal bauen. Und dann müssen so eine Rennstrecke richtig bauen. Ja, wir müssen daraus eine Rennstrecke machen. Okay, geh weg. Warte, 3, 2, 1 und. Oh mein Gott, Alter, du kannst mal richtig rausfloppen, wenn du nicht. Dann müsst ihr euch da auf der Seite noch irgendwie Blöcke bauen oder so. Alter, wie geil! Warte. Ich kann mal schauen. Ich glaube, wir müssen einfach. So, zeig dir nochmal. Zu unserer Autobahn, warte mal. Leute, das ist richtig geil. Also, ihr müsst immer. Das ist Packed Eis übrigens. So, können wir solche genau gerade ausschauen. Also ganz genau. Und dann einfach Vollgas. Wow! Oh mein Gott. Alter, ich komm nochmal. Nein, mein Boot ist backpackt. Alles richtig, aber ich probier's nochmal hier. Dings, ihr müsst Fanarts von der Regenpunkt-Dings machen. Leute, macht mal einen Fanart. Oh mein Gott, Alter, ich bin gerade hier. Alter! Nein, das ist richtig geil. Alter, schau nochmal. Regenbogen-Autobahn einfach. Schau nochmal. Geht's? Mach mal, komm. 3, 2, 1 und go. Wow. Ich glaube, wir wollten das eigentlich noch viel länger bauen, aber wir haben nicht so viel Materialien. Ja, umso länger es geht, umso schneller vampiert man einfach. Ich glaube, das ist sogar die schnellste Methode in Minecraft, sich fortzubewegen. So als schneller Transport. Ich glaube, es ist irgendwie 40 km/h oder sowas. Oder mehr. Oh mein Gott, du musst aufpassen, dass du genau richtig gerade stehst. Sonst ploppst du so ein bisschen nach links und rechts, oder? Okay, so. Und du musst das Boot gerade platzieren. Wow, oh mein Gott, Alter! Lass mal den Bildschirm mit. Warte. Oh. Du bist nicht gerade, warte. So, ich platzier's mal, warte. Oh, der Villager hat Angst. Okay, warte, kann ich's platzieren? Okay, es geht. Villager, alles wird gut, okay. Warte, ich schau dir so zu.
Warte, soll ich schieb den da mal rein, den Villager? Ja, komm. Aber ich muss Villager vorne sitzen, weil sonst geht er. Du musst weg. Nix, nix, nix. Nein, nein, nein! Ey, warum will der hier raus? Villager. Ja, ich weiß, du hast Angst ein bisschen vor unserer Autobahn, aber es ist cool. Ihr glaubt mir, okay, warte. Kann ich den. Ey, der will nicht! Der dreht die Angst hier vorne. Mach mal zu, mach mal zu. Ja, nee, nee, der will trotzdem, glaube ich. Geht oder warte, hoch, ich mach oder? Mal. Okay, Wreck Villager. So. Ich glaube, der will einfach hoch. Ja, keine Ahnung, was der will. Oder nicht. Lass mal, warte mal. Lass mal den Eingang hier breiter machen. Ey, wir können. Wir können. Oh mein Gott. Ist gut gefahren. Ja, ich bin gerade runterdings. Runtergeflogen. Wow! Oh mein Gott. Ah, okay. Ja, Leute, ich würde mal sagen, anstelle des Wertes für Minecraft Revival, lasst ein Like da für mehr XXL like und ein Abo. Abonniert uns beide. Kommt dazu auf den Bit.do-Links, die gerade eingeblendet sind. Haut rein und ciao, Leute! Ciao!